Hey Leute, willkommen zurück zu Obscuritas und weiter geht's in Kapitel 3. Ich weiß nicht, wie der Abschnitt heißt, aber ist ja auch nicht so wichtig. Und sie sieht mich immer noch an. Guck mal, wie sie mir nachguckt. Scheiß Puppe, du. Ekelhaftes Mistvieh mit roten Haaren. Oh, ach nein, jetzt geht's wieder in irgendwelche Katakomben. Ich habe mich so darauf gefreut, dass wir wieder im Herrenhaus sind und jetzt geht's wieder in den Keller. Ach Mann, das ist immer so ein bisschen unheimlich. Wobei unheimlich ja nicht schlecht ist an sich, aber... Ich mag das Herrenhaus lieber. Da ist auch unheimlich. Und unheimlich schön. Fraternitas. Ihr habt mir gesagt, was das heißt. Fraternitas. Wo ist da die Kerze an? Die habe ich nicht angemacht. Wer macht hier heimlich Kerzen an, ohne dass ich was dazu sage? Ja, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Mhm. Kann ich was an dem Kasten? Nein. Und Batterien. Sehr gut. Einfach mal auf dem Boden Batterien finden. Das lobe ich mir. Was ist das hier? Irgendwelche Druckanzeigen? Vielleicht Öl? Das ist ja ein Generator, der mit Öl betrieben wird. Oder ganz normalen Treibstoff. Aber was macht er da unten? Und warum ist der so riesig groß? Och nein. Och, Kinder, nicht schon wieder sowas. Ich habe keinen Bock auf Fallen. Das ist scheiße. Das ist Instant Death. Und Instant Death ist blöd. Ich mache vielleicht die Kerze an. Vielleicht hilft's. Okay, bin ich tot. Hahaha. Okay. Ich find's ganz nett, solange ich nicht... Ah! Das klingt nicht gut. Nicht wie weg hier. Och, Kinder. Oh Gott. Ja. Danke. Danke, danke. Dann machen wir es nochmal. Jetzt kann ich euch auch sagen, wie das Kapitel heißt. Jagdzeit. Ein Traum geht in Erfüllung, Leute. Ich wollte schon immer die ganze Zeit... Hoppala, ich muss ein bisschen rüberrutschen, sehe ich gerade. Die Face... Fetze Cam. Ich wollte schon immer von einem blutrünstigen Hund verfolgt werden. Die ganze Zeit. Immer. Ja, weil das ist geil. Verfolgt werden ist schön. Nein, absolut nicht. Ich finde so Fluchtpassagen ganz nett, aber muss nicht immer, ne? Absolut nicht. Soll ich da jetzt einfach durchrennen bei diesem Hundi, bei diesen Fallen auf dem Boden? Mann, ich bin mir da immer so unschlüssig. Es wird ja auch nicht richtig erklärt, wie die Fallen funktionieren, ob die ausgelöst werden durch bestimmte Druckpunkte oder ja, durch Schreckhaftigkeit. Ich meine, ne, vielleicht durch schnelles Bewegen. Kann ja auch sein. Haben die ja im ersten Teil gehabt, in Pineview Drive. Okay, also es passiert nichts und ich habe die Kerze nicht angemacht, dann wird es das nicht beeinflussen. Klingt nicht gut. Nicht wie weg hier. Jaha, und ich sterbe. Wow. Ich habe keine Ahnung. Was soll ich denn machen? Ich kann mich auch vom Hund fressen lassen. Das wäre wahrscheinlich einfacher, ne? Ja. Ist so. Naja. Ich muss mal gucken, weil ich als nächstes Horrorspiel machen will übrigens. Ich schätze mal nicht, dass es noch so lange geht. Und ich werde es auch auf keinen Fall in die Länge ziehen, weil 6 Kapitel... Ich schätze mal 3-4 Videos maximal, deswegen ist es schon mal an der Zeit zu überlegen, was nächste Woche kommt. Ich habe da noch ein paar. Ich habe erstmal dieses Pesadillo. Das ist ein spanisches oder argentinisches Horrorspiel. Ich habe keine Ahnung. Hat ganz gute Bewertungen. Dann habe ich noch Dreadout. Da geht es aber mehr, also dieses Add-on zu Dreadout. Ihr kennt das ja, das indonesische Horrorspiel mit dem Handy. Da musste man Geister knipsen. So ein bisschen Project Zero aus Indonesien. War recht cool. Was haben wir noch? Ich habe noch ein paar. Ich habe noch eins bekommen. Von einem Entwickler. Und das hat auch ganz gute Rezensionen bisher. Das klingt nicht gut. Ach, der ist hinter mir, oder was? Ja, komm, dann laufe ich mal vor. Ja, ich werde wieder verfolgt. Ja, ich lasse die Kerze an. Scheiß drauf. Oh, einfach laufen, komm. Mädchen, lauf. Sarah. Kessara. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, komm. Oh, ich höre ihn hinter mir. Kacke. Und eine Dose. Die will ich nicht. Und hier ist Batterien. Oh, weiter. Ich weiß nicht. Hör ich ihn? Ich weiß nicht, ob ich ihn höre oder ob das nur Atmosounds sind hinter mir. Oh, komm, Sarah. Lauf, lauf, lauf. Friss die Spinnenweben und mach... Mach hinne. Oh Gott.
Ja, komm, einfach rennen, Sarah. Einfach rennen. Oh, eine Dose will ich nicht treffen. Ich weiß nicht, das lockt ihn wahrscheinlich noch mehr an. Ah, immer diese Fallen hier. Guck mal, wenn ich... Ja, ich habe die Lampe nicht an, aber ich sehe die auch so, ja. Ich weiß das. Dass es eine Falle ist. Bin ja nicht bescheuert. Da bin ich schon oft genug reingerannt in den Spaß. Was? Ach, Jens. Ah! Was? Warum Game Over? Was zur Hölle? Wo kam der jetzt? Wow. Ohne Vorwarnung. Wie hätte ich das? Okay, dann nochmal. Jagdzeit. Weil ich das so gerne spiele. Wegrennen vor irgendwas, was mich jagt. Okay, ich laufe einfach nur durch dieses Mal. Nein. Mach das auf. Komm jetzt, schnell. Der Hund. Okay, ich war wohl schnell genug. Ich bin diesmal nur gelaufen, ohne anzuhalten. Ohne nach der Batterie zu sehen. Aber scheinbar werde ich immer noch verfolgt. Ich höre es zumindest noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da wieder Fallen auf dem Boden. Ja, das sehe ich doch. Nein. Bordenschlüssel. Scheiße. Ha! Da ist er. Diese dumme Sau. Ich war wieder zu langsam. Verdammt nochmal. Ich brauche einen Schlüssel. Es ist noch nicht vorbei. Ich werde immer noch verfolgt. Und ich muss hinne machen, denn der Hund ist sehr nah. Aha, und ich brauche einen Schlüssel für die Tür, aber ich weiß nicht, wo der Schlüssel sein soll. Oh Gott, wieder überall Fallen hier verteilt, ne? Ha! Und nochmal das Spektakel durch das Fallenlabyrinth. Was eigentlich kein Labyrinth ist, sondern ein ziemlich geradliniger Weg, aber... Diesmal will ich nicht sterben an diesem blöden Fallending hier. Da laufe ich jetzt rechts. Okay, das hat gereicht. Scheinbar, ja. Boah, das ist schon ein bisschen doof, dass man das andauernd von vorne machen darf, ne? So ein bisschen. Und ich hoffe, diesmal schaffe ich es, weil nochmal muss es nicht. Das sind jedes Mal wertvolle Minuten. Aber diesmal kann ich ein bisschen im Voraus aufnehmen. Das ist ja ganz cool. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Okay, also laut Uhr habe ich jetzt 20 Minuten. Aber ich werde noch weitermachen, weil laut Schnitt werden es dann keine 12. Keine Ahnung. Mal gucken. Ist ein bisschen doof. Alles klar. Ich habe wieder... Zwei Packstreichhölzer. Und ich kann auch mal die Lampe wieder anmachen. Ich habe so viele Batterien. Ich habe ja eine liegen lassen. Auf der Flucht vom Hund. Aber ist auch besser so. Ich glaube, hätte ich die mitgenommen, wäre ich wieder gestorben. Ach, guck mal da. Schau mal einer, guck. Oh, da ist die Puppe wieder. Ganz ehrlich. Mädchen, verzieh dich. Bitte stirb. Bitte geh sterben. Boah, wie es mich mal ansieht. Dass man die nicht einfach irgendwie, ne? Packen und kaputt machen kann. Kopf ab. Kopf abreißen. Bringt bei so einer Zombie-Puppe wahrscheinlich auch nicht viel, aber... Nun ja. Es wäre eine gewisse... Wäre eine gewisse Befriedigung. Ich muss irgendwas finden, um die Mechanismen für die Deckenplatten zu blockieren. What the fu? Ja, dann such mal, Mädchen. Ist denn hier was? Ich muss... Steck deine Hand in die Öffnung, bitte. Ach du Scheiße, wo ist denn hier was? Ja, diese Zahnräder, da kannst du doch bestimmt... Nein? Nein, okay. Ja, es liegen hier keine Gegenstände auf dem Boden rum. Und die Stacheln kommen immer näher. Fantastisch. Ich glaube, du wirst sterben, Sarah. Mach dich auf deinen Tod gefasst. Ach so, ich kann wieder... Wow. Ich kann einfach zurückgehen. Das ist ja lustig. Ich dachte, ich sterbe jetzt. Einfach mal so, zack, bumm, tot. Ist doch nicht. Oh Gott, ich schmeiß die Puppe jetzt rein. Genau das mache ich. Du hässliche. Oder ein Schwert. Ich zerteile dich mit dem Schwert. Komm her. Warum ich da... Seht ihr diesen grünen Pixel auf dem Bildschirm? Guck mal hier. So, mittleres rechtes Gesichtsfeld quasi. Sehr komisch. Alles klar, dann... Jetzt sehe ich noch mehr grüne Punkte überall. Die grünen Punkte auf dem Bildschirm. Seht ihr das? Was ist das? Also, ich weiß es nicht. Ja, super. Was passiert, wenn die Dinger jetzt ganz unten sind? Fahren sie dann wieder hoch oder was? Komm, ich lass mich mal töten. Das kennen wir ja schon, Sarah, ne? Kennst du? Weißt du, wie sich das anfühlt, zu sterben? Habt ihr das gesehen, die ganzen... Komisch, das ist jetzt wieder weg. Eiserne Jungfrau, ja. Und es sind nicht mehr viele Kapitel, wie gesagt. Es ist bald durch. Bald ist durch.
Okay. Erstmal Streichhölzer. Batterien habe ich ja noch voll. Ich nehme jetzt gleich das Schwert und mache das. Oder warte, wenn ich hier noch was habe, dann nehme ich das zuerst mit, weil das Schwert, davon weiß ich ja schon, dass das funktioniert. Weil ich glaube echt... ich glaube echt, dass... Ach, da ist noch ein Schwert. Na gut. Dass wenn das unten ist, ich da nicht mehr durchkomme. Dann ist vielleicht auch schon Game Over. Mal sehen. Das merken wir ja jetzt gleich. Generell habe ich so ein bisschen Respekt vor Stacheln an der Decke. So, einmal. Ich muss irgendwas finden, um die Mechanismen für die Deckenplatten zu blockieren. Ja. Das wissen wir doch schon. Ich kenne die Aufgabe. Die Lösung ist nur das, was mich interessiert. Genau. Warum nicht die Puppe reinstecken, Mensch? Die ist doch viel praktischer. Die verfolgt uns eh die ganze Zeit. Das ist irgendwie... Irgendwie, ne? Okay, dann machen wir mal... Oh, es geht immer noch weiter. Es fehlt noch... Scheiße, es fehlt noch was, Mann. Es fehlt noch was. Warum kannst du auch nur ein Schwert tragen? Du hast zwei Arme, Sarah. Warum? Dieses Ding. Ich sag doch, nimm die Puppe und schmeiß sie rein, Mensch. Der macht das auch nicht viel aus. Ich sehe nichts mehr. Kein Schwert. Guck mal, es kommt schon wieder so ein grüner Pixel auf dem Bildschirm. Ach da, bei der Spinni. Komm jetzt aber Flotti. Das wird sowieso nicht mehr reichen, das weiß ich. Das hätte ich sowieso von Anfang an machen sollen, das Schwert mitnehmen. Na hopp. Sarah, schwing die Haxen jetzt. Es muss schneller sein. Oh Gott, nein, das wird nicht mehr reichen. Na klasse. Habe ich da noch irgendwo Zahnräder übersehen? Es sind doch drei. Ja, komm. Das ist jetzt doch... Sie hätte locker durchkriechen können. Nur mal so. Und diese grünen Punkte, ich weiß auch nicht, warum die auftauchen. Ist sehr seltsam. Und warum sind es so viele, Mensch? Es reicht doch, wenn man da so zwei gemacht hätte. Warum muss ich jetzt hier alle Schwerter suchen? Warte, ich guck mal zur Sicherheit. Ja, da ist nämlich das erste. Es sind vier Schwerter, richtig? Ja. Guten Tag. Und sie kann halt echt nicht alle tragen. Sarah, warum nicht? Guck mal, das... Ich weiß, unendliches Inventar ist vielleicht ein bisschen übertrieben in manchen Spielen, aber ich finde es sehr praktisch, muss ich sagen. Sehr praktisch. Ich glaube, ich mache zuerst das Hinterste. So. Ich muss irgendwas finden, um die Mechanismen für die Deckenplatten zu blockieren. Ja. Sarah, das wissen wir schon. Das ist auch jedes Mal so ein weiter Weg, Mensch. So, komm. Komm, erst das hier bei der Spinni. Danke, Spinni, dass du aufs Schwert aufpasst. Ja, mach die Tür auf. Komm. Komm, Mädchen, komm. Keine Zeit zu verlieren. Ich sehe schon wieder diesen grünen Punkt. Das ist irritierend. Und da ist der zweite. Das ist wahrscheinlich der... So, Timer, irgendwas. So, schnell. Ich muss die halt in der richtigen Reihenfolge, dass ich da... Hey, mach doch, Mensch. Dass ich die hintere nicht zuletzt mache, weil das ist zu spät. Das muss ich direkt am Anfang erledigen. So, komm. Kriegen wir hin jetzt. So. Und das letzte, komm. Diese Punkte, Mensch, das ist total komisch. Die Lampe ist auch total komisch wieder. Weil sie jetzt schon leer ist gleich. Wie sie mich anstarrt. Krieg ich Albträume von, ne? Ich sag euch das. Ekelhafte Puppen, die mich anstarren. Ah, wo ist es? Ja, scheiße. Scheiße! Na toll. Das fährt immer noch runter. Ist doch kacke. Wie viele Schwerter sind das bitte? Oh Gott. Ja, ich hab's. Mann, ich hab alle geschafft. Ein Schwert war übrigens hier an der Wand. Ja, das habe ich gesehen, als ich hier das erste Schwert reingesteckt habe. Toll, ne? Ja. Haben wir geschafft. Ich hoffe mal, das muss ich jetzt nicht nochmal machen. Heißt, ich will nicht hoffen, dass ich jetzt gleich sterbe. Mal wieder. Das wäre ein bisschen ungeil.
Also nur für den Fall, dass jetzt nochmal genau so ein Rätsel kommt, weil das heißt ja die eiserne Jungfrau. Okay. Aha. Oh, da hat jemand ein Blümchen gepflanzt. Ist ja nett. Ich werde nichts zurücklassen, deswegen nehme ich die Batterien gleich mit. Ach ja. Ah, da ist er wieder, dieser... Ich will nichts Unflätiges sagen. Hat er nichts gegen. So, da kann ich schon, war ich schon. Nope. Ja, komm. Passt nicht, dann muss er... Da passt. Ja! Oh, soll das immer, diese Geräusche, meine Güte. Streichhölzer, mir fehlt nur eins, das... Gleich. Ja. Nimm mal gleich mit. Noch ein Schlüssel. Vielleicht nehme ich es auch nicht mit. Na gut. Dann ist es ganz vorne jetzt, ne? Diese Puppenärsche, du, überall. Ja, keiner. Und schon wieder Streichhölzer. Warum sind hier so viele Streichhölzer? Und noch ein Schlüssel. Ganz ehrlich, das mochte ich so an Pineview Drive. Es waren halt nur so random Schrecker und Schlüssel sammeln. Das hat mir ehrlich gesagt gereicht. Ich brauche nicht diesen ganzen Parkour-Kram, fliehen und so weiter. Das finde ich ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Das macht mir nicht so sehr Spaß wie Pineview Drive noch. Weil da gab es auch sehr krasse Dinger. Ich sag nur die Vogelscheuche, ne? Ihr erinnert euch, die war richtig eklig. Und wir haben es geschafft. Damit beende ich den Part. Ich habe eine halbe Stunde auf dem Ticker. Mal sehen, wie lang es nach dem Schnitt ist. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal mit Obscuritas.